Ich wollte euch kurz unser Babybett zeigen. Das ist nichts Besonderes, aber ich wollte es euch einfach nur kurz zeigen. Und zwar ist es ein ganz normales Gitterbett, 120x60. Und das haben wir als Beistellbett sozusagen. Wir haben einfach das Gitter hier so weggelassen für das erste halbe Jahr. Und dann kommt es wieder hin. Und dann wird sie drüben bei Lea schlafen. Und ja, da liegt die Puppe von der Lea. Das ist Leas Baby. Darf drin schlafen, bis Emilia da ist. So, ja, dann zeige ich euch noch ganz kurz. Das Nestchen. Es sieht so aus, mit Himmel, mit Schleife. So sieht es aus. Und hier so ein Nestchen. Das haben wir halt so hingemacht. Und das Kissen. Das da. Kissenbezug meine ich. Und dazu gibt es noch eine Decke. Und das habe ich aus eBay bestellt. Den Link verlinke ich euch in der Infobox. Da gibt es verschiedene Motive und das ist total süß, finde ich. Dazu haben wir halt noch so Bärchen hingemacht, einfach so eine Schnur hingehängt. Und ja, die sind halt so, wenn man die halt so wackelt, dass das Baby was zu gucken hat. Und da hinten hängt noch eine Spieluhr. Genau, damit man sie anmachen kann zum Musik hören. Da hinten steht noch eine Rassel für Emilia. Und mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen. Eine ganz normale Matratze eben mit Bezug. meine Lea. Und hier steht noch eine Matratze. Aber die ist leider zu lang. Die müssen wir umtauschen. Ja, mehr gibt es eigentlich nicht davon zu erzählen. Ich wollte es euch einfach nur kurz zeigen, wie unser Babybett ausschaut. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Tschüss.